Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe heute eine Verpackung für euch, eine Dreiecksschachtel, wo hier einiges reingeht, je nachdem wie groß man sie macht. Ich habe sie jetzt euch mal hier in drei verschiedenen Größen angefertigt. Geht total einfach, glaubt mir, das ist wirklich absolut einfach. Also ja. Da kann man jetzt zum Beispiel einen Adventskalender draus machen, wenn man das hier nummeriert, überall füllt man eine Kleinigkeit rein. Oder einfach nur, man kann ja auch ein Tischkärtchen draus machen. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel hier nochmal eine Variante mit einem ganz anderen Papier. Habe jetzt hier einen Sternenstempel genommen, habe das Silber embossed. Und einfach ein Schild draufgehängt mit schöne Weihnachten. Ja, kann man jetzt auch ein bisschen edler machen. Eben, das ist jetzt so eine edle Variante. Oder eine bisschen verspielte Variante, so wie hier jetzt. Also da ist eurer Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Und alles, was ich dafür verwendet habe und die Papiermaße, schreibe ich euch natürlich hier runter in die Infobox rein. Ich schreibe jetzt da auch noch rein, wie zum Beispiel die drei verschiedenen Größen, wie viel Papier was ihr da an Maßen an Papier braucht. Ja, dann könnt ihr das nämlich in verschiedenen Größen nacharbeiten und ihr werdet echt sehen, ihr könnt damit so viel Spiele und ja, das ist überhaupt nicht schwer. Okay, so, dann fangen wir mal an. Ihr braucht dafür, ich mache mit euch jetzt heute diese Größe hier. Ihr braucht dafür einen Farbkarton eurer Wahl. Ich habe jetzt einfach den in Jade genommen, weil der passt zu unserem Designerpapier Hurra, es schneit. Ich habe mich für das entschieden. Basis wäre 14,5 cm auf 7 und auf der langen Seite falzt ihr bei 7,25, also genau bei der Hälfte. So. Dann braucht ihr ein Stückchen Designerpapier in den Maßen 7,0 auf 6,9, aber ja, seht ihr ja dann, wir schneiden das dann noch zu, so wie ihr es braucht. So, dann braucht ihr eine silberne Kordel oder ein Silberband oder was auch immer. Ihr könnt auch Schleifenband nehmen, was farblich passend dazu passt. Ich habe jetzt hier gerade das Silberkordelband da gehabt. Dann braucht ihr einen kleinen Wimpel oder ein kleines Stück Banner, wo ihr dann euren Gruß drauf stempelt. Ich habe jetzt hier als Hintergrund, hier habe ich einen weißen genommen. Hier habe ich jetzt einen roten in Glutrot, weil in dem Designerpapier ist die Farbe Glutrot mit drin. Und da habe ich jetzt einfach als Hintergrund, damit es sich ein bisschen abhebt, habe ich mir das jetzt einfach da in Glutrot ausgestanzt. Das ist mit der Stanze, lass mich mal gucken, das ist mit der Stanze Wellenkreis 1 3/8 Inch. Die braucht ihr noch. Wie gesagt, ich schreibe euch alles in die Infobox, was ich dafür verwendet habe. Dann wisst ihr das auch. So, und dann braucht ihr einfach von dem Designerpapier, habe ich mir jetzt noch einen schönen Schneemann. Der hat so schöne glitzernde Schneemänner drauf. Und den schneide ich mir aus. Und mit dem fangen wir auch gleich mal an, dass der schon mal ausgeschnitten ist und anziehen kann. Weil den kleben wir uns dann gleich auf dieses Schildchen drauf. So. Also ich finde die Schachtel so genial. Da fragt sich jeder, ey, wie hast du das gemacht? Weil da kommt nämlich kein Mensch drauf, wie das gemacht ist. Und es geht so einfach. Ich sag's euch, das ist fast unglaublich, wie einfach das geht. So, jetzt würde ich sagen, kleben wir uns den da hinten drauf. Machen wir einfach hier ein bisschen Tombow. Und kleben wir den hier drauf.
Dann ist der schon mal verräumt hier. So. Machen wir jetzt einfach was drauf. Dann so. Also. Dann geht's mal los. Okay. Also, ihr habt jetzt hier euer Papier. Und das falzen wir jetzt einfach mal kurz. So. Euer Falzbein gut nachziehen hier. So. Dann brauchen wir unser Falzbrett. So, und jetzt braucht ihr quasi einen Bleistift und ein Lineal und messt euch jetzt hier oben die Mitte aus. Also wir haben ja jetzt hier, haben ja genau hier 7,2 cm und die Mitte wäre hier jetzt genau bei 3,6. So, da macht ihr euch jetzt einen kleinen Strich. 3,6 und auf der anderen Seite natürlich auch einen kleinen Strich, 3,6, so. Ach, natürlich habe ich es verkehrt gemacht. Halleluja, echt wahr? So, also nochmal, 3,6. Nein, jetzt sind es nur 7 cm. Also, nein, nicht auf der Seite, sondern jeweils oben und unten. Da sind es nämlich nur 7 cm in der Länge. Also machen wir uns eine Markierung bei 3,5 cm. Und die machen wir uns unten auch. So. Jetzt legen wir das in unserem Papierschneider ein. Ihr könnt natürlich auch ein Falzbrett nehmen oder wer mag auch mit Lineal und was weiß ich was zum Nachziehen. Ich lege jetzt hier die Mitte genau hier in die Falzschiene rein und hier bis zu der Falzlinie, die wir vorhin schon gefalzt haben. Gucken, dass es nicht verrutscht und ziehe mir das einmal nach, sodass eine Diagonale entsteht. Und das machen wir jetzt mit allen vier Seiten. Also hier auch. Hier ist der Knick von die Falzlinie von der Mitte. Hier ist die Markierung in der Mitte. Zurück. Man verwechselt die Klinge nicht, dass er nachher hier durchschneidet. Das ist mir auch schon passiert. So, und dann macht ihr das so auf allen vier. So. So, jawohl. Und der kann auch schon wieder weg. So. So, und jetzt könnt ihr eure Markierung wieder wegradieren. Braucht man nicht mehr. Und knickst euch das jetzt. Halt, wir müssen es so, ja, genau, so rein. Vorsichtig mit dem Falzbein schön nachziehen, damit es eine glatte Kante gibt. So. Hier ebenfalls. Schön hier bis hier rein. So will ich das haben. So. Hier jetzt auch. Jawohl. So. Seht ihr, dann klappt ihr das einfach hier zusammen und im Prinzip ist die Schachtel eigentlich schon fertig. Ist total easy, oder? Das glaubt man kaum. So, jetzt müssen wir uns da ja noch ein Loch reinmachen. Das machen wir mit einer Lochstanze. Also ihr knickt euch das jetzt so hier zusammen. Also egal, müsst ihr euch überlegen, was für Seite ihr außen haben wollt. Nachher da, wo das DSP drauf kommt. Zwei Flügel nach außen, die nach innen. Und jetzt geht ihr hier mit eurem Lochstanzer rein. Ich habe jetzt hier wirklich nur ein ganz kleines Loch. Mehr braucht man ja nicht. Und macht da hier einfach, seht ihr, das reicht schon. Durch alle vier, das funktioniert nicht, weil das wird nichts.
kann ich euch gleich sagen, das ist zu viel für die Lochstanze. So, und hier genauso. Man kann das hinten ein bisschen aufmachen, wenn man nicht reinkommt. Dafür macht man hier schön, hält man es zu. Geht ja nur darum, dass die Loch, dass das Loch an der gleichen Stelle ist. So, haben wir das auch. Dann geht es an unser Designerpapier. Ja, ihr könnt auch die Seite hier vornehmen, aber ich denke mir mal, es wird dann eh ein bisschen zu unruhig, wenn wir jetzt hier... Nee, das wird zu unruhig. Darum habe ich eher das hier genommen. Genau. Also, wir haben ja jetzt hier 6,9 auf 7. Die 6,9, die kommen hier unten hin. Das ist nämlich ein bisschen kürzer wie die Länge. Genau. So, wir machen jetzt hier die 6,9 und da brauchen wir jetzt da oben die Mitte. Na, das ist hier oben. Zeichnen wir uns an. 6,9, die Mitte ist hier so 3,45. So, und jetzt zieht ihr euch, entweder macht ihr es so wie ich jetzt schnell mit dem Bleistift, einfach von der Mittellinie, genauso wie ihr es jetzt da gemacht habt auf dem Ding, auf der Verpackung, macht ihr hier eine Mittellinie und macht euch hier so ein Dreieck. Wenn ihr natürlich mehrere Schachteln machen wollt, dann braucht ihr euch mit dem gleichen Design, dann braucht ihr euch nicht hier das Stück so ausschneiden, sondern dann schneidet euch einfach so einen Streifen aus und zeichnet jeweils immer diese Zickzack ein. Weil dann habt ihr hier ein Stück, hier ein Stück, hier ein Stück und so geht es fortlaufend weiter. Ich habe es jetzt halt einfach nur, weil ich jetzt eins hier vormache, habe ich halt jetzt nur eins so... Ihr könnt es natürlich auch mit eurem Papierschneider schneiden, dann wird das Ganze nämlich schön gerad und nicht so kurvig wie bei mir. Morgen kommt der neue Papierschneider von Stampin' Up. Wir Demonstratoren dürfen den ja schon ausprobieren. Ich werde euch dann ausführlich berichten. Wird es auch noch ein extra Video geben dafür. So, das kleben wir jetzt auf. So. Schaut, dass ihr ein bisschen am Rand hier nicht zu viel drauf, aber dass trotzdem was am Rand ist, weil wenn die Ecken nachher abstehen, dann ist das ein bisschen doof. Weil dann sieht es irgendwann so unsauber aus. Das ist auch nicht schön, wenn man es dann doch öfter mal in die Hand nimmt. Also wie gesagt, ihr könnt euch das anpassen von den Maßen her, je nachdem, was ihr da reinmachen wollt. Ne? So. Genau. Ich würde sagen, das können wir jetzt hier einfach auch schon mal zusammen machen hier. Da haben wir unsere Kordel. So, das ist halt jetzt ein bisschen fummelig, aber ach, natürlich klebt es am Finger wieder fest. War ja klar. Na? Nein, will nicht. Dann mache ich mir jetzt, das ist einfach ein blödes Ding hier, weil das aus drei verschiedenen Fäden hier besteht und das dröselt sich so wahnsinnig schnell auf. Und wenn man da am Ziele ist, dann springt das, dröselt sich das auf und dann hat man hier fünf verschiedene Fäden und dann fasst man auf der anderen Seite nur einen Faden und dann, ach ja. Also mache ich mir jetzt da Knoten rein. Und dann geht es auch, dann hält es zumindest. So. Das ist nämlich wesentlich einfacher. Eben, ihr macht hier da einfach eure Hoodies rein, was ihr heim wollt. Und wir kleben, eben, das wird nicht zugeklebt, weil, ja, sonst müsste man ja die Schachtel kaputt machen, ist ja schade drum.
Drum machen wir das hier mit einer Kordel oder mit einem schönen Band zu. Das Ganze jetzt noch verschließen. Die Pinzette hat sich wieder versteckt. Nichts, alles verschwindet hier. Habt ihr das auch manchmal so, dass euch die Sachen verschwinden vom Tisch? Ich weiß nicht, man denkt, man hat sich's hergerichtet, aber dann ist es nicht mehr da und ist irgendwo unter irgendwelchen Sachen, wo man eigentlich gar nicht dran war. So, so. Das machen wir so hier. So, das kleben wir uns jetzt mit Dimensionals auf. Der darf ruhig ein bisschen abstehen. So, ihr könnt da auch die kleinen dafür nehmen. Ich habe jetzt einfach die großen, weil ich die gerade zur Hand habe hier. So. So, dann könnt ihr den hier hinmachen. Klebt er schon dran. So, dann machen wir uns noch ein kleines Schildchen drauf. Ich habe jetzt da habe ich jetzt noch ein Stück von einem Glitzerkarton. Den setze ich mir jetzt da gerade mal drauf. Oder setze das Ding drunter. So. So. Prima. So, dann müssen wir noch stempeln. So, wo habe ich jetzt mein Stempelset? Ach ja, genau. Ich habe das Stempelset benutzt, Weihnachtsmix. Weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Und da habe ich mir jetzt das schöne Weihnachten rausgesucht, weil das ist schön klein. Hier oben ist es. So. Das passt dann nämlich auf diesen, auf dieses Ding hier drauf. Dann nehmt euch einfach einen flüsterweißen Farbkarton oder ihr habt eine Stanze dafür, je nachdem. Und schneidet euch da so einen kleinen Wimpel aus. So. Jetzt müsst ihr bloß noch gucken, dass er gerade kommt. So. Ha. Passt, sitzt und hat Luft. Prima. So. Jetzt schneiden wir uns noch den Zacken hier aus. So. Na. So. Das könnt ihr jetzt entweder plan auflegen oder auch mit der Menschen. Ich lege es jetzt plan auf. Seht ihr? Und schon ist es fertig. So. So, zwei von der gleichen Größe. Das ist ein kleineres. Das ist das große. Das, ich muss mal schauen, irgendwo habe ich es drauf geschrieben. Wenn ihr jetzt das große machen wollt, das hier, dann braucht ihr einen Streifen mit, hier habe ich es drauf, ich habe hier ein Muster gemacht, da braucht ihr einen Streifen mit 21, das ist eine DIN A4 Breite, auf 10,5 und falzt es dann auch bei 10,5.
5. Moment, ich muss schnell gucken. Nicht, dass ich da euch was Falsches erzähle. Ja, auf jeden Fall 21, ja genau, müsste dann bei 10,5 falten. Eben, das ist der Streifen ist dann 21 cm lang und 10,5 cm hoch. Den einfach einklappen, bei der Hälfte falzen und dann eben dann auch eure Diagonalen. So, dann für die mittlere Schachtel, wisst ihr ja jetzt schon, haben wir ja gerade mitgemacht. Und dann haben wir hier noch die ganz kleine. Und da braucht ihr einen Streifen von 12 cm von der Länge und Höhe sind 6 cm und in der Mitte von der Länge falzt ihr auch bei 6 cm und dann macht ihr auch wieder eure Diagonalen so. Und das ist eigentlich der ganze Zauber letztendlich, wenn ihr hier mal schaut, ja, hier einfach mal das Schmierpapier eben hier falzen, dann falzt man hier, was weiß ich, nehmen wir mal an, das ist die Mitte hier. Ich mache das jetzt einfach nur mal, dass ihr das mal so ungefähr auf dem Schirm habt. So, das gleiche hier auch. Also das ist jetzt nicht die Mitte und was weiß ich. Also wie gesagt, müsst ihr ja dann schon genauer ausmessen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, das ist eigentlich der ganze Zauber von dem Ding hier. Und dann wird es eigentlich nur zusammengeschoben. Ja, na, so. Und dann habt ihr das schon. Und dann könnt ihr das, hier macht ihr eben hier euer Loch rein, eure Kordel rein, macht vorne noch irgendwie schön Deko drauf. Und dann ist es nämlich ratzfatz fertig. Und ja, wenn man dann seinen Lieben oder seinen Kindern dann einen netten Adventskalender oder vielleicht einen Mann oder so seinen Adventskalender macht, das geht mal zacki zacki. Da könnt ihr alles so zack 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 durchschneiden, durchfalzen. Und es ist wirklich schnell gemacht und da freut sich jeder drüber. Weil man kann ja immer irgendwas Schönes reinstecken. Oder man macht für die Weihnachtstafel einfach, man macht jetzt hier keine Nummer drauf als Adventskalender, sondern sagt, okay, man schreibt da den Namen drauf. Wenn man jetzt ein großes Weihnachtsessen gibt, kann man das auch als Tischkärtchen benutzen, als Namensschildchen. Also wie gesagt, alles Mögliche kann man damit anstellen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.